Hi Leute und herzlich willkommen zurück in Pokémon Schwarz. Im letzten Part, wenn ich hier die Schockquelle auswähle, haben wir ein geklautes Pokémon zurückgeholt, haben im hohen Gras nichts Neues gefunden und wurden direkt vor der Arena von N herausgefordert, gegen den wir jetzt weiterhin spielen. Ein Schallquap klingt immer noch ein Wasser-Pokémon. Deswegen bleibe ich lieber bei Eclair. Du bist doch ein Wasser-Pokémon, eindeutig. Oh, super Schall. Wieso könnt ihr alle sowas? Ich hasse Attacken, die meine Pokémon verwirren. Habe ich das schon mal erwähnt? Wahrscheinlich mal 5000 Mal. Oder knapp 9000 Mal, damit sich über 9000 ist. Super, gleich Stufe 15. Soll sich doch eher gegen Trainer zu trainieren. Donnerwelle. Ja, du lernst Donnerwelle aus einem ganz bestimmten Grund. Das könnte mir später beim Fangen von gewisser Pokémon einiges erleichtern, weil Paralyse und so. Also die Fangquote. Praktibalk. Du klingst wie ein Kampf-Pokémon, weil Prakti klingt wie praktizieren oder so ein Spaß. Deswegen denke ich, dass du ein Kampf-Pokémon bist. Sei ein Kampf-Pokémon. Okay. Windstoß. Oh, Geduld. Das hat ein Holster, mit dem es rumspielt. Kein Ding. Könnte eng werden. Entweder... Wie lang geht Geduld? Ein oder zwei Runden? Geht zwei oder drei Runden, das ist die bessere Frage. Weil wenn es Geduld nochmal geht... Nein, es erzeugt schon Energie. Okay, das hätte ich wissen müssen. Es kriegt nur eine Attacke ab oder zwei. Ja, gut. Ist egal. Ich rufe Floing. Floing ist ein guter Kleiner. Nidroladung. Ich will einfach nur wissen, was das sich Floing entwickelt. Deswegen. Wurde Buggy-Balk auch besiegt. Mit den Freunden, die mich im Moment umgeben, könnte ich niemals alle Pokémon in Freiheit führen. Noch komme ich nicht auf die Formel, mit der sich das Los der Welt ändern ließe. Was ich brauche, ist Macht. Meine Macht, mit der ich die ganze Welt auf meine Seite bringen kann. Einfach ein verrückter Penner zu sein. Ich weiß schon ganz genau, wer diese Macht für mich bereithält. Zekrom, das legendäre Pokémon, das einst zusammen mit den Helden die Einhalregion gründete. Ich werde selbst zum Helden aufsteigen und wir beide werden Freunde sein. Zekrom? Er erwähnt Zekrom, deswegen vermute ich... Moment. So, ja, ich nehme mal mit die Ladung auf, wenn es heiß ist, okay? Nee, das ist voll schlecht. Ich mach'n aus. So. Jetzt kenne ich nicht mehr die ganze Zeit. Zekrom, legendäres Pokémon, erwähnt's gerade so. Und es war auf dem Titelbild. Also ist Zekrom bestimmt dieses weiße Pokémon, wo auf Pokémon Schwarz ist. Interessante Schlussfolgerung. Die zweite Arena, die wir jemals sehen. Wir beschäftigen uns hier mit der Erforschung von Fossilien. Nicht die Arena? Unglaublich, ein Blick auf dieses Pokémon, auf dieses Skelett genügt, ich bin hin und weg. Sieht aus wie ein Traugoron. Guten Tag, ich bin Baldur, der stellvertretende Direktor hier. Wollen wir die ganze Gelegenheit vielleicht für eine kleine Führung nutzen? Das war bestimmt ein Traugoron. Das wäre zum Beispiel dieses Skelett hier, stammt von einem Drachen-Pokémon namens Traugoron. Als es am Himmel seine Kreise zog und die Welt bereiste, muss es wohl irgendwann ein Unglück ereilt haben. Und so ist es die ganze Zeit zu einem Fossil geworden. Dieser Stein ist einfach nur Wucht. Er nennt sich nämlich Meteorit. Er trägt sicherlich irgendeine Energie aus dem Weltraum mit sich. Das ist ja einfach nur ein gewöhnlicher Stein. Ja, irgendwo in der Wüste gefunden. Wunderschön. Stein. Was ist da drin? Das ist die Pokémon-Arena. Ach so. Im hintersten Winkel der Arena wartet ebenso starke wie liebenswürdige Arena-Leiterin. Und falls du es noch nicht wusstest, es handelt sich um eine Frau, Aloe. Aloe Vera. Bum, ching. Eine Maske, die von Menschen früher auf Festen getragen wurde. Du bist doch ein Dragoran.
Der sieht aus wie ein Tragoran, ich meine, das Hörnchen auf dem Kopf, die kleinen Flügelchen und ungefähr der Bauchumfang. Das war ein Tragoran. Hinten im Museum wartet die Pokémon Arena auf jeden, die sich hier Herausforderung stellen wollen. Ich sage dir, man wird ganz ehrfürchtig. Im wahrsten Sinne, vielleicht kannst du ja hiermit etwas anfangen. Tafelwasser. Dankeschön. In dieser Arena gibt es nämlich ausschließlich Trainer vom Typ Normal. Ist mal ganz unter uns, diese Pokémon sind anfällig gegenüber Kampf-Pokémon. Rund um Ewigwald tauchen diese Kampf-Pokémon immer mal wieder auf. So, jetzt gebe ich nur noch Wissenswertes über die Arena mit auf den Weg. Hier in unserer Pokémon-Arena kommst du voran, indem du die manchen Büchern versteckte Rätsel löst. Übrigens, das erste Buch in dieser Reihe trägt den Titel Gestatten Pokémon. Wenn du nicht weißt, wo ein bestimmtes Buch zu finden ist, dann frag einfach herum. Geiles Arena-Rätsel. Aber ich habe eben so einen genauen Hinweis gegeben, so, hey, guck doch mal in den Wald, Kollege. Dann guck ich in den Wald, mal schauen, ob wir ein Kampf-Pokémon finden. Vielleicht finden wir einfach so ein Kampf-Pokémon to go oder so. Hier ist die Plasma, da will ich nicht hin. Gibt's hier Kampf-Pokémon? Du bist ein Wasser-Pokémon, aber kein Kampf-Pokémon. Wir können das gute alte Spiel spielen. Wenn du die Schockwelle überlebst, darfst du weiterleben. Whoopsie! Ich muss mal nicht fangen, verdammt. Okay. La 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 la, tauch doch bitte nochmal auf. La 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 la. Dankeschön. Gemacht. Ich nehme mich weiterhin mit. So. Ruckzuckhieb. Blubstrahl. Au, ich werde von Seifenblasen verprügelt. Ist doch schlimmer als bei SpongeBob. Donnerwelle. Wird das paralysieren? Stimmt einen Kanon an? Ich hab mir jetzt eine Challenge gemacht, alles zu fangen, was geht, also fange ich mir auch eins. Oh, schmeiß einen Heilball von mir aus. Ich habe 3 Heilbälle bekommen. Oh, das ist rosa. Oh. Ich sollte mal zurücklaufen und mir erklären, neu fangen. Schallquapp wurde gefangen. Dankeschön. Bei Gefahr alle mit ist ein Artgenossen durch schrittes Warnsignal, das durch seinen Wangen erzeugt. Dankeschön. Ich habe einen Schallquab. Jetzt will ich einen Kampf-Pokémon. Weil. Prinzip. Was bist du für ein geiles Teil? Ey, das sieht doch mal extrem geil aus. Ey, das will ich mir selbst fangen. Zertrümmerer. Okay, wenn Zertrümmerer keine VM ist, kannst du. Du Zertrümmerer. Okay! Kein. Nein, ich habe keinen Pokéball, ich werfe einen Hyper-Superball. Hyper-Super-Mega-Ball! Bleib einfach drin. Karadonis. Bleib drin! Kein Thema. Nein! Oh, Silberblick. Nochmal so ein Spaß wie Zertrümmerer und das war's mit der Claire. Ein Pokémon, was eine Attacke wie Zertrümmerer überlebt. Aber gleichzeitig mir nicht das Karadonis weghaut. Vegimark. So. Schlecker. Was jetzt macht Geduld? Na gut. Also ich habe eine Runde oder zwei meine Ruhe. Zertranken hier bitte ein. Wahrscheinlich gibt's Vegimark danach nicht mehr, aber. So, setz Rankenhieb weiterhin ein. Erzeugt Energie, okay, das war's schon. Und so stark war die Attacke gar nicht. Das ist ein Kampf-Pokémon, ich möchte es haben. Weil, es hat geheißen, nee, wir brauchen ein Kampf-Pokémon, deswegen. Na gut, ich will mir eh alles fangen, was bei Trau nicht auf dem Baum ist.
Klasse! Wir haben ein Kampf-Pokémon! Jetzt gehen wir in die Arena. Am Fuß von Bergen, wo Caradonis trainiert, ertönt das Echo von Fäusten, die gegen Felsen und Bäume schlagen. Das wird überhaupt nicht von Caradonis erzeugt. Ich hätte es Karate Kid nennen sollen. Verdammt! Jetzt würde mich mal interessieren, ob direkt die Musik umschwenkt oder ob es halt so bleibt. Bam, 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 bam. Schwenkt direkt um. Los, Schockwelle. Wie kann so eine kleine Kalugabe schneller sein als ein Zebra? Ich bitte euch. Super gemacht, der Claire. Sobald ich den Donner beibringen, haben wir wieder Spaß. Jo. In das Pokémon Center. Unsere Pokémon wieder fit machen und mit Caradonis vorne dran. Ich möchte Floink noch vorne haben, weil Floink entwickelt sich wahrscheinlich mit Stufe 18. Das heißt, wir hätten wunderbarste Auswahl. Pokémon bewegen. Kara. Nein, ich möchte es gerne ins Team bewegen. So. Nein, nein. Ja, hoch, runter, runter, links, rechts, geradeaus. So, Caradonis. Was kannst du eigentlich? Zertrümmerer. Ja, eine Kampfattacke. Was anders erwartet. Steinbrechende Attacke, die den Verteidigungswert des Teams senken kann. Und es kann Geduld. Na gut. Du kommst mal mit. In der Hoffnung, dass im Zweifelsfall benutzt wird. Ich will jetzt aber erstmal Floink weiterentwickeln. Deswegen lasse ich Floink vorne. Die Arena mache ich in diesem Part noch. Komm, ey, komm, wenn ich schon eine Arena in einem Part anfange. Dragoran! Ich glaube, ich blende einfach ein Bild von Dragoran an, damit man sieht, dass es ein Dragoran ist. Die Leute nennen mich einen Bücherwurm, weil ich immer in der Arena von Septernia rumhänge. Aber ich warne dich, ich bin stark. Mein Alltag besteht aus Lesen von Büchern und Training meiner Pokémon. Und sonst hast du keine Hobbys, Kollege. Wobei, Pokémon-Training würde ich auch ganz gerne. Sag ich nicht gegen. Hätte ich die Möglichkeit, Pokémon zu trainieren, ich würde es tun. Pokémon-Trainer und so. Würde ich auch werden. Wenn man es irgendwo werden kann, ich würde sofort das Formular dafür unterschreiben. Nitro-Ladung. Ich setze Scanner ein. Schütze dich selbst. Okay, Nitro-Ladung. Nitro-Ladung, ich finde, das ist eine extrem interessante Attacke, weil, naja, die Initiative Sandwirbel. Okay, jetzt werde ich gar nicht mehr treffen. Nee, Nitro-Ladung ist eine relativ interessante Attacke, wie ich finde, weil es steigt die Initiative. Sprich, selbst wenn man nach der ersten oder zweiten Nitro-Ladung, selbst wenn man nach der ersten Nitro-Ladung noch langsam ist, kann es sein, dass man nach der zweiten schon schneller ist. So, Klut, ich vertraue auf deine Trefferchance. Klut. No. Ist das irgendeiner Pokémon-Formular hat, wo man Pokémon-Trainer werden kann? Nee, ich. Bei mir melde dich und schreib sofort. Ich könnte reisen, das wäre schon mein Hobby. Ja, Floink. Floinky, Floink. Irgendwas soll hier ein Buch sein. Voller Kinderbücher. Gestatten Pokémon. Möchtest du kurz überfliegen? Ja. Aha. Liebe Pokémon-Trainer, hier schreibt die Arena-Leiterin Aloe. Ich habe hier in der Bibliothek vier Zettel mit kleinen Rätseln versteckt. Wenn es gelingt, dieses Rätsel zu lösen, dann werden sie letzten Endes direkt zu mir führen. Hier ist der Anfang des ersten Rätsels. Ja, was war das erste Pokémon, das du hier in der Arena begegnet bist? Ein kleiner Tipp. Das Buch mit der Lösung steht in einem Regal in der mittleren Reihe. Das erste Pokémon, das ich begegnet bin, war Nagelotz. Pokémon-Gebäck. Ja, Pokémon-Gebäck. Lalala, Töpfchen, Lili, ich will das Rätsel haben. Das erste Pokémon, das mir begegnet ist, wo ist die Antwort? Mhm. Okay. Das war ein Nagelotz, klar.
Zwischenzeiten liegt der Zelle mit einer Nachricht. Nun gut, das Rätsel war wohl keine Herausforderung für dich. Lass uns gleich zum zweiten Rätsel kommen. Wenn innere Flammen lodern, quillt aus dem Kopf viel Rauch. Auf welches Buch könnte der innere... Das Buch liest gerade eventuell jemand. Liest es du? Hm, interessant. Aha, du hast die Nachricht gefunden. Willst du einen Blick auf dieses Buch werfen? Was stand denn in der Nachricht? Wenn im Inneren Flammen lodern, quillt aus dem Kopf viel Rauch. Ich lese gerade etwas über die Konstruktionsweise von Lokomotiven. Also dieses Buch ist deines Rätsels Lösung? Ja, aber das ist korrekt. Dabei ist ein Tat von einer Lokomotive die Rede. Wenn wir das Buch mal überlassen, haben wir noch eine Kleinigkeit. Lass uns doch fix einen Kampf bestreiten, im Namen der Forschung. Lesen. Deswegen lese ich auch die Bücher nicht vor. Forscherin Cindy. Cindy ruft ein komisches Pokémon, dessen Namen ich noch nie gehört habe. Das ist arm. Taribark, das sieht aus wie die Weiterentwicklung von Yorkliff. Ist es bestimmt auch. Nitro-Ladung. Cindy benutzt X-Abwehr. Ich trinke einen Schluck. Oder auch mehr als einen. Wer weiß das schon. Initiative von Floyd Stahl. Ich habe keinen Spezialangriff, deswegen ist es mit X-Abwehr extrem Vorteil gerade. Also ich bin eine Volltrefferin. Ich liebe Volltreffer. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Volltreffer liebe. So. Nitro-Ladung? Ich will die Arena einfach in einem Part machen. Selbst wenn der Part eine halbe Stunde dauert, ist es mir so egal. What? Okay, Tackle, Flying. Vielleicht doch das Kampf-Pokémon, das ich mir gefangen habe, vorsetzen. 17. 18! Haha! Schön gemacht, Floink. Gefällt's mir. So. Oh, Floink entwickelt sich. Unsere aller Entwicklung. Alle Entwicklungen haben irgendwie besser gefallen. Egal. Lesen die Bücher, stellt man zurück ins Regal, das ist eine ungeschriebene Regel. Sehe ich das gerade richtig? Wow. Ich weiß nicht, mir fehlen gerade die Worte. Vielleicht... Hurra, was habe ich für ein schönes Pokémon jetzt auf einmal, oder? Egal. Einfach spielen. Ein Regal mit Büchern voller Sachkunde. Ja, ich überflieg's kurz. Überfliegen heißt auch, ich drück einfach alles. Echt super, dass du die Zeilen gefunden hast. Da hast du dich wohl in der Erdgeiz gepackt, was? Dann folgt hiermit das dritte Rätsel. Erst köcheln, dann backen. Ei, das wird schmecken. Was könnte das sein? Ein kleiner Tipp. Was steht da hinten? Ja, ich lese gerade das Buch, die Lebensweise des Floink. Hey, ich habe auch einen Floink. Was meinst du, dieses Buch könnte die Lösung für das aktuelle Rätsel sein? Ja, ich bitte dich, das ist doch Unfug. Fällt mir an, ich habe schon mal ein Gebäck gesehen, das man zubereitet, dem man Bären langsam in einen Topf köcheln lässt. Wie ist es noch gleich? Da war es doch nicht. Dann war hier, glaube ich, ein Gebäck. Das Pokémon-Gebäck. So. Knurps. Lass uns ohne Schweife gleich zum letzten Rätsel vom Regal aus. Zwei nach hinten, eins nach links und zwei nach vorn. Von diesem Regal aus zwei nach hinten, eins nach links und zwei nach vorn. Eins nach rechts und eins nach hinten. Wo führt euch das hin? Zwei hinter? So. Moment. Ja. Von diesem Regal aus. Zwei nach hinten, eins nach links. Zwei nach hinten, eins nach links. Kugelschreiber? Moment. So, wir machen das einfach auf die moderne Art und Weise. Zwei runter. Eins links, zwei vor.
Eins nach rechts, eins nach hinten. Eins hintern. So. Zwei runter, eins links. Eins, zwei. Okay, das war schon zwei. Links. Zwei vor. Eins, zwei. Eins nach rechts. Geht gar nicht. Eins nach hinten. Bitte? Oder habe ich das falsch interpretiert? Wie ist mir egal aus? Zwei nach hinten, eins nach links, zwei nach vorn. Zwei, eins nach links, zwei nach vorn. Eins nach rechts und eins nach hinten. Die Frage ist, von diesem Regal aus. Moment. Theoretisch gesehen, so. Zwei nach hinten. Eins, zwei. Eins nach links. Zwei vor. Abenteuerroute 3, ja. Ich durchsuche jetzt einfach alles. Die bisherigen Regeln also keine Hürde für dich dargestellt. Nun, jetzt kommen wir zum letzten Rätsel. So, wenn es auch hier geht, dann probiere ich es einfach hier aus. Von diesem Regal aus zwei nach hinten. Ja. Eins nach links. Ja. Zwei hoch. Zwei vor, eins nach rechts, eins nach hinten. Wisst ihr was? Ich suche offscreen. Oder? Ich spreche einfach alles an. Ich bin einfach zu blöd für die Lösung. Das kann natürlich auch sein. Das Lebewesen ist Otaru. Das wäre wahrscheinlich das gewesen, hätte ich es gebraucht. Hätte ich Otaru genommen, wäre es das geworden. Mir steht wahrscheinlich, Serpifoi, das war das andere. Schafft doch nicht die Arena. Na gut. Ich beende diesen Part an dieser Stelle und gucke, wie ich das Rätsel löse. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.